Ich sehe definitiv die Relevanz, Landschaftsgestaltung in Zukunft gemeinsam zu planen. Die Klimaveränderung spüren wir täglich. Ja, und da müssen Ideen eingebracht werden. So können wir nicht weitermachen wie bisher. Und eben auch das Gefühl, dass wir hier etwas entwickeln, was so die Planungskultur verändern kann. Warenberg an der Elbe im Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt. Durch seine Lage in der Elbaue ist die Geschichte des sogenannten Storchendorfes eng mit der Elbe verwoben. Die immer wiederkehrenden, teils bedrohlichen Hochwasser prägen die Anrainerkulturen, aber auch das Landschaftsbild und den biologischen Reichtum dieser Region. In diesem Kontext begibt sich in diesem Jahr ein neuartiges Bildungsprogramm. Auf dem Gelände des ehemaligen Fährgasthofes findet zum ersten Mal die einwöchige Sommeruni für integrative Landnutzung statt. Eine der Teilnehmerinnen ist Carmen Schwarz. Sie engagiert sich für nachhaltige Landnutzung und betreibt dazu mit ihrer Projektpartnerin Svenja den Online-Blog Soil Hub. Zusammen sind sie hier auf der Suche nach neuer Inspiration. Die Sommeruni wendet sich an Studierende, die Landschaftsentwicklung nachhaltig und partizipativ gestalten wollen. Lehreinheiten durch Experten, Gruppenübungen und Exkursionen sorgen für Abwechslung zwischen Theorie und Praxis. Angestoßen hat das Format der BUND, der sich um den Erhalt der lokalen Auenwälder sorgt. Ich kannte Philipp Gerhardt von einem Vortrag, auf dem ich mal war. Beim Durchlesen der Seminarinhalte ist mir dann aufgefallen, dass das total gut zusammenpasst mit dem, was ich sonst gerade noch mache. Und habe das Gefühl, das trifft einfach einen Nerv der Zeit. Philipp Gerhardt ist Initiator der Sommeruni. Mit zwei weiteren Referenten leitet der Forstwissenschaftler durch die Woche. Meine Motivation für diese Veranstaltung ist, dass ich sehe, dass solche schützenswerten Ökosysteme wie die Hartholzauenwälder nicht von alleine bestehen können, sondern dass wir drumherum etwas tun müssen. Wir erleben global gerade eine derartige Krise der Biosphäre, dass wir lokale Ökosysteme eigentlich nicht mehr schützen können, wenn wir nicht weltweit im großen Maßstab etwas verändern. Die Landnutzung kann dazu einen ganz gewaltigen Beitrag leisten. Die Bilanz der industriellen Landnutzung ist erschütternd. Auf ihr Konto gehen der Verlust von Milliarden Tonnen fruchtbaren Bodens jährlich, der Ausstoß von einem Viertel der menschengemachten Treibhausgase, der Rückgang der Insektenfauna in Deutschland um 75% seit 1990. Ergebnis der Umwandlung reichhaltiger Ökosysteme in leblose Monokulturen. Deshalb ist es längst an der Zeit, in der Landschaft auch ökologische Leistungen zu berücksichtigen. Der BUND mit Sitz auf Burg Lenzen an der Elbe hat sich dies auf die Fahnen geschrieben. An der Burg Lenzen haben wir die Vision, dass hier entlang der Elbe im Biosphärenreservat die Hartholzauenwälder geschützt werden. Wir versuchen auch, die Verbindung der Elbe mit ihrer Aue wiederherzustellen. Zum Beispiel gibt es mehrere Deichrückverlegungsprojekte in der Region. Einerseits die Deichrückverlegung bei Lenzen, die bereits abgeschlossen ist. Und nicht weit von uns entfernt gibt es die Hohe Garbe. Dies ist ein bereits bestehender Hartholzauenwald, der allerdings ebenfalls von der Elbe abgeschnitten war. Zum Erhalt des Auwaldes und für den Hochwasserschutz werden die 420 Hektar hinter dem alten Deich wieder zum Überflutungsgebiet. Um das zu ermöglichen, wurde ein Großteil der Flächen von Naturschutzakteuren erworben und neu mit Naturschutzauflagen versehen. Einer, der hier wirtschaftet, ist Friedrich Wilhelm Gernicke. Er ist Biolandwirt aus der Region und nutzt die Wiesen in der Hohen Garbe seit Jahrzehnten für seine Mutterkuhhaltung. Komm her, komm, komm her, komm her, komm. Wenn die mich hören, kommen die. Komm mal hier, komm. Komm hier, komm, Risi, komm. Ja, das ist unsere Heimat hier. Und wenn man als Landwirt hier seinen Lebensunterhalt verdienen will, dann muss man sich natürlich mit den Gegebenheiten abfinden, die in dem Gebiet sind, wo man sich befindet. Und da die Flächen uns nicht mehr gehören, sondern den zum Beispiel im BUND oder NABU. Und der Flächeneigentümer bestimmt ja die Nutzung. Wenn er den Landwirten das in Zukunft nicht mehr verpachtet und sagt, hier wird überhaupt nicht mehr genutzt, sondern es wird der Natur im freien Fall
überlassen, dann sitzen wir hinten im Geschäft. Wenn wir uns heute Landnutzung anschauen und speziell im Bereich Naturschutz, dann sehen wir oft, dass Menschen, die ein Fachstudium hinter sich haben, Planungen machen. Was dabei verloren geht, ist, dass die Leute vor Ort eingebunden werden und auch ihre wertvollen Erfahrungen beisteuern können. Deswegen haben wir dieses Format entwickelt, um Leuten mit einem naturwissenschaftlichen Fachhintergrund auch die Kompetenz zu vermitteln, zwischen den Landnutzungsinteressen einen Ausgleich zu finden und zu einer Integration zu kommen, so dass die Leute vor Ort auch zufrieden sind und langfristig eine wirkliche Nachhaltigkeit mittragen können. Die Teilnehmenden sollen als zukünftige Planer und Berater zu Brückenbauern werden, um die Nutzungsinteressen der lokalen Wirtschaft bestmöglich mit den Ansprüchen der Biosphäre zu vereinen. Am Anfang der Planspielwoche sammeln Carmen und die anderen Informationen zur Auenökologie und zur bestehenden Landnutzung. Den ersten Kontakt mit den Landnutzern hatten wir nicht draußen, sondern tatsächlich bei uns im Seminarraum, weil sie uns besuchen gekommen sind. Das war ein wichtiger Moment, glaube ich, für die ganze Gruppe, weil so die Idee der Sommeruni mit Leben gefüllt wurde. Das haben wir alle richtig gemerkt, dass ab dem Moment die ganze Region für uns ein Gesicht bekommen hat oder verschiedene Gesichter bekommen hat. Begleitend zum Planspiel wird den Studierenden noch ein vielfältiger Methodenkoffer mitgegeben. Denn wer in der Planung wirklich neue Wege gehen möchte, ist auf die Integration von regenerativen Landnutzungsmethoden, Moderationstechniken und lösungsorientierter Kommunikation angewiesen. Bevor die Konzepte am Samstag den echten Landnutzern präsentiert werden, gibt es am Donnerstag bereits Zwischenergebnisse. Sondern haben gemerkt, okay, hier ist irgendwie das Wasser spielt eine extreme Rolle und wie können wir das in der Landschaft halten? Also jetzt haben wir 5 verschiedene Landnutzungskonzepte erarbeitet, jeweils aus Sicht der Forstwirtschaft, der Landwirtschaft, des Tourismus, des Naturschutzes und der lokalen Bevölkerung. Und in den nächsten Tagen wird es da darum gehen, diese unterschiedlichen Konzepte in einem Konzept, was alle Interessen berücksichtigt, zusammenzufügen. Wie hoch wird wessen Meinung gewertet? Wie ist das Verhältnis von Schutz zu Nutzfläche? Erstaunlich häufig vereint eine ökosystemnahe Wirtschaft die verschiedenen Parteien. Doch besteht das Gesamtergebnis auch vor den kritischen Blicken der Landnutzer? Projekt heißt Pilotprojekt zurück für die Zukunft. Und ich möchte ganz kurz noch mal darauf eingehen, warum diese Deichverlegung vor allem Chancen bietet, wenn sie richtig gestaltet wird. Hier kann man den alten Deichverlauf sehen. Um Flächen zu schaffen, ich glaube, da werden die im Grunde. Das kann ja interessant sein, ne? Das ist das Plan. Wir waren dann relativ aufgeregt, unsere Landnutzungskonzepte den Anwohnern vorzustellen und sind dann aber auf erstaunlich viel Wohlwollen getroffen. Die Studenten haben sich schon wirklich Gedanken gemacht, wie man was ändern kann. Und wenn die wirklich mal irgendwo in der Verwaltung hinkommen, nehme ich mal an, dass die auch daraus gelernt haben, wie man so eine Planung machen muss, um überhaupt was durchzusetzen und sinnvoll durchzusetzen. Ich bin der Meinung, die Ergebnisse, die hier erzielt worden sind, sollte man prüfen, wie man die in die künftige Regionalplanung mit einbringen kann. Da, wo viele Interessen aufeinandertreffen, gibt es die Möglichkeit zu Konflikt, aber es gibt auch die Möglichkeit, Lösungen zu entwickeln, die eine Bereicherung für alle Interessengruppen bereitstellen. Und ich nehme mit, dass wir uns nicht davor scheuen sollten, auch in Utopien zu denken, um diese verschiedenen Interessen miteinander vereinen zu können. Die intensive Woche hinterlässt bei Carmen einen neuen Blick auf die Landschaftsentwicklung. Der integrative Ansatz macht sichtbar, dass es zwar auf ökologisches Fachwissen ankommt, aber auch auf den sorgfältigen Dialog mit den Menschen vor Ort. Mit Kooperationswillen, Kreativität und etwas Mut ließe sich so nicht nur ein Auenwald, sondern gleich die gesamte Aue in eine blühende Landschaft.